Stift in den Fuß zu nehmen, anstatt erst mit dem Reichen. Eine schöne Utopie, an die wir uns mal wieder erinnern sollten. Die Gedanken sind frei. So. So. Oder so. Der nächste wichtige logische Schritt war eine Unterschrift. Lange Zeit glaubte ich, das klappt nie, weil die Unterschrift ja immer anders aussieht. Heute mache ich das einfach und es funktioniert. Aber auch davor
musste ich ja irgendwie unterschreiben. Damit kann eine Person Menschen ihres Vertrauens dazu berechtigen, für sich Unterschriften zu leisten. Schließlich bin ich ja mündig. Wenn wir unterwegs sind, lächeln ihn Kinder grundsätzlich an. Bei mir schauen sie ernst oder müssen weinen. Da Kinder in einem bestimmten Alter noch mit dem Herzen sehen, dürfte die Frage beantwortet sein, wer hier der wirklich Leidtragende ist und wer es verdient hätte, gestreichelt zu werden. Eher sicherlich nicht. Von älteren Kindern, also allen Leuten bis zum Rentenalter, werde ich manchmal für den Betreuer von Sven gehalten. Auf die Frage, was er denn hat, antworte ich mit Abitur. Nur konnte man das ganze Zeug jeden Tag einpacken und bis zur Schule nehmen. Darum brauchte ich für dort auch noch eine Möglichkeit. Diese Laufflasche hat mein Vater wieder selber gebaut.